Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, es ist richtig, dass wir heute diese Aktuelle Stunde haben. Es geht darum, über die Verantwortung zu sprechen, über das zu sprechen, was in der vergangenen Woche passiert ist. Ich habe dazu als Generalsekretär der CDU deutliche und klare Worte gefunden. Es geht um die Verantwortung, es geht auch um die Verantwortung von uns als Union. Es ist ein Ministerpräsident mit Unterstützung der AfD gewählt worden. Und das ist genau, sehen Sie, danke für die Bestätigung, warum das genau falsch ist. Ich sage Ihnen noch mal, warum. Es ist viel geschrieben worden. Es ist viel geschrieben worden über die AfD, über ihre Beziehung zu rechtsextremen Szenen, über das, was sie kundtun, den Volkstod durch Bevölkerungsaustausch. Sie machen die Parlamente in Deutschland verächtlich. Sie fordern in der Erinnerungskultur an die Shoah eine 180-Grad-Wende. Genau also das Gegenteil von dem, was wir in unserer Gesellschaft leben. Aber ich könnte jetzt, meine Damen und Herren, ich könnte jetzt meine komplette Redezeit auf weitere Beispiele verwenden. Aber ich glaube, ein Tweet der AfD in der vergangenen Woche nach der Wahl des Ministerpräsidenten bringt ihre komplette Haltung auf den Punkt. So twitterte der Sprecher der Abgeordneten der AfD im Europäischen Parlament nach der Wahl in Thüringen. Mit der Erlaubnis des Präsidenten zitiere ich unter dem Hashtag Thüringen: Die Auswanderung Michelle Friedmanns rückt näher. Und genau das ist der Grund, warum in Deutschland kein Ministerpräsident mit den Stimmen solcher Leute gewählt werden darf. Sowas, meine Damen und Herren, kann man nur mit einem Wort beschreiben, das ist widerwärtig. Und dann gibt es einige, die sagen, warum nennt der Herrn Höcke, warum nennt der CDU-Generalsekretär Herrn Höcke einen Nazi? Ganz einfach, weil er einer ist, weil er erwiesenermaßen einer ist. Und Sie wissen es, Sie wissen es. Und deswegen werde ich das auch weiterhin tun. Meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, aber all dieser Zorn und diese Wut und die politische Auseinandersetzung innerhalb einer Demokratie, auch mit der AfD, rechtfertigt nicht, auch nicht in der vergangenen Woche, unglaubliche Beleidigungen und Beschimpfungen auch von Herrn Kemmerich, auch von Kolleginnen und Kollegen der FDP, anderer Parteien. Ich schließe meine mit ein. Es gibt keine Rechtfertigung für Gewalt, egal ob links, egal ob in der politischen Mitte. Und ich sage das auch, weil ich gelesen habe, dass die Kinder beschützt werden müssen, weil die Familien beleidigt werden müssen. Das gilt für alle Parteien. Und übrigens, das füge ich hinzu, wir setzen uns hier auseinander mit Herrn Höcke, mit Herrn Gauland und wie sie alle heißen. Aber die Familien und die Kinder auch von AfD-Abgeordneten haben damit nichts zu tun. Kinder sind Kinder und Kinder haben ein Recht, Kinder zu sein, meine Damen und Herren. Und dann wird jetzt wieder vorgetragen, die CDU müsste ihr Verhältnis zu Linken überdenken, gerade in dieser Situation. Es wäre doch langsam an der Zeit. Ja, was sollen wir da überdenken? Sollen wir die Mauertoten noch mal nachzählen? Sollen wir überlegen, ob sozialistische Diktaturen, die Sie unterstützen, ob wir ein anderes Verhältnis dazu haben wollen? Sollen wir als CDU noch mal überlegen, ob Deutschland in der EU bleiben soll, ob wir noch in der NATO bleiben sollen? Meine Damen und Herren, Teile Ihrer Partei werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Sie haben Teile Ihrer Partei, die sich nicht von Gewalt gegen Menschen distanziert. Was gibt es da zu diskutieren mit uns? Und Herr Ramelow ist Ihr Kandidat der Linken. Und deswegen wird er von uns keine Unterstützung bekommen, wie jeder andere Kandidat der Linken für das Amt des Ministerpräsidenten. Ja, stimmt alles nicht? Stimmt alles nicht? Stimmt alles nicht? Ich will Ihnen mal was sagen. Wir gedenken heute des Bombardements Dresden, wo Zehntausende Menschen getötet wurden. In einem verbrecherischen Krieg, der von deutschem Boden ausging, damals durch ein Bombardement, sind Zehntausende von Menschen gestorben.
Und über Twitter verbreitet heute die Jugendorganisation dieser Partei, der Linken, damals, Sie kennen es, Bomber Harris, ein Symbol für die Bombardierung Dresdens. Ihre Jugendorganisation verbreitet heute, ich zitiere mit der Erlaubnis des Präsidenten, Bomber Harris, do it again. Es wird mit Ihnen keine Zusammenarbeit geben, wer so eine Jugendorganisation hat, meine Damen und Herren. Es gibt viele, Schlüsse, die wir aus der vergangenen Woche ziehen müssen. Es gibt viel zu tun, übrigens auch für mich als Generalsekretär, für alle auch in der Union. Ich will nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen. Aber ich sage Ihnen ganz deutlich, eine Sache wissen wir doch auch. Es geht jetzt darum, dass wir die politische Mitte in diesem Land stärken und nicht die Ränder. Und dafür wird die CDU-CSU-Bundestagsfraktion arbeiten. Dankeschön. Sagt Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU.